So. Liebe, auf mich gewartet hat. Hä? Du warst doch da und hast ready gedrückt. Dann drück nicht ready. Ich glaube, wir müssen einfach unter die Kanone und dann irgendwie mit der Kanone hoch. Kann das sein? Ja. Wie gesagt, Graveyard habe ich bis jetzt als einziges nicht gespielt. Wie gesagt, ich habe ja zu Lumi gesagt, es gibt noch miesere Level. Das ist so. Ich gerade gar nicht, wo ich hin muss. Du musst mit der Kanone. Du musst unter die Kanone, rollen, dann kommst du in die Kanone. Ich sehe gar keine Kanone. Über dir, die Kanone. Scherzkeks. Die ist direkt über dir. Einfach. Ich sehe die nicht. Entschuldigung, warte mal. Einfach. Schau. Ja, ich gehe ja schon auf V. Ich dachte, einfach weiterrollen. Wäre vielleicht einfach. Nee. Quatsch. Wie komme ich jetzt in diese Kanone rein? Einfach unten drunter rollen. Xeli ist gerade nicht vorbeigerollt gegen den Balken, der da quer rüber ist, quasi. Dann kommst du oben rein. Wenn du Bock hast, wenn ihr geht ja danach offline anscheinend, dann können wir das ja. Das sollte man aber vielleicht vorher mal wissen, also. Deswegen haben wir dir ja geholfen. Ja, bist alle besser gemacht als ich. Allesamt. Oh, also Sand verlangsamt dich übrigens, Lumi. Oder block dich. Oh, ich hätte das machen können. Nein! Du hättest es auch machen können, das war ein Schlag. Ja, du bist einfach gerade durch, nur musst du über den Sand kommen. Oh, shit, Prinze. Du kannst über den Sand noch drüber schießen. Du musst damit rechnen, dass du ein bisschen langsamer wirst. Ich wollte eigentlich. Wie bitte? Ach, ja, so geht's auch. Wenn wir jetzt Kollisionen hätten, Xeli, würde ich ja sagen, warte einfach einen Moment, aber. Ja, das war auch so mein Xeli Idee. Weg. Ach, wieder unter die Kanone. Ja, am besten mit Vollschwung gegen die Schande. Wo ist das Loch? Nach oben. Da oben in die nächste Kanone rein, oder was? Ja, würde ich auch sagen. Ja, und dann zum Loch. Wo ist denn da die nächste? Da unten ist eine Kanone. Rechts oben ist eine Kanone. Ah, okay. Zack! Eins. Ich auch. Das ist relativ einfach, hier nach Hole in One zu machen. Hä? Ich kann aber nicht. Ich erreiche mit der Kanone gar nicht. Du musst nicht direkt ins Loch, du musst bloß so davor, dass du dann ins Loch kullerst. Ach so. Einfach gerade. Hui. Genau. Yeah! Tada! Alle haben das Hole in One, geil. Das ist ja, wie gesagt, bei dem nicht so schwierig. Ja, lass einen Screenshot mal machen hier. Oh shit. Ja, Ben! Alter, hast du einen Luck, ey! Hast du einen Luck? Es geht halt im Hole in One, theoretisch. Das ist jetzt geil. Das hab ich letztens nie so Es geht halt wirklich im Hole in One. Wo muss ich denn hin? Mitten durchs Fenster. Ja, logisch. Logisch, also, ne? Hä? Das ist ja wirklich logisch, das kann... Ich war doch Hole in what? Echt jetzt? Ja, ich habe auch nur zwei gemacht, obwohl ich einen den ersten verkackt habe. Also ich kann entweder auf den ersten halt direkt getroffen. Einfach durchs Fenster gerade rein. Kann nicht durchs Fenster, entweder er zielt unten auf die Bretter oder oben. Er zielt dahinter auf die Wachen. Ja. Okay. Ja. Tada! Okay. Hast du schon gut gemacht. Dreidimensionale Vorstellung. Ich bin so schlecht. Ich komme gar nicht dazu, meine Orange zu essen. Ihr seid einfach viel zu schnell. Es ist doch einfach. Oh fuck, das war zu weit. Das war genau dazwischen halt jetzt. Und genau dazwischen, super. Ja, yep, das hat ich auch das Problem. Nicht erwähnen sollen. Oh, hups. Oh, hups. Ach, man kann ja auch aufs Strohdach. Wie nahe ist das denn? Oh, what? Oh, perfekt. Nice. Einfach in zwei. Nee, in drei. Nevermind. Nein, doch. Schön. Nein, doch. Nein. Was? Nein. Oh, der war drin und hat gesagt, ich will da nicht rein. Mama. Nein, mein Helmchen will da nicht rein. Was hast du jetzt davon mit dem dicken Helm? Tja. Also ich glaube, Benny oder Xeli würden bei Jade würdet ihr ausrasten. Jade? Ja, ist auch ein Level. Zu Nein, viel Zufall. Zu der. Cool, warte mal. Oh, das war zu der. Okay, wo auch immer ich da jetzt gerade. Nice. Hier ist ja ein Riesenloch drin. What the fuck? Das ist schön. Endlich pull ich mal ein bisschen auf.
Ja, ne? Oh shit, das war zu viel. Lumi führt halt gerade Haus hoch, ey. Ja. Ich will mir das keine Tipps mehr geben. Okay, jetzt nach der Bahn mit einem Schlag. Aber du führst noch. Na, immerhin. Und Xeli schinkt dir ganz schön ab gerade. Meine Fresse, was machst du? Die Dings ist aber auch deutlich leichter als das letzte. Findest du? Ich find's. Aber okay. Gut, es ist halt vielleicht auch mal mein zweites Game. Es wird noch schlimmer. So, jetzt muss ich mal meine Orange essen. Vor allem ist jetzt Lumi die ganze Zeit gedanklich bei ihrem Essen mit Quark. Oh, ich hab's gerade noch so reingeschafft, ey. Wie ist das Kim? Gibt's da irgendwelche irgendwo Replay? Klassische? Nein. Gibt es Moment. Nicht. Nein, Moment. Da bin ich wuch. Boah, ist das mies. Lass mich raten, die Flagge da hat dich getriggert. Ich bin da tatsächlich darüber, aber das ist nicht das, was ich mies finde. Muss ich es ins rechte Fenster oder ins linke? Das ist egal. Kannst du dir das angucken. Das nimmt dich nicht viel. Okay. Miau. Weil du musst dann unten erstmal durchkommen und du kannst, egal in welchem Fenster, nicht richtig durch. Nein, das gibt es doch nicht. Das war das scheiß Level. Guck dir an, wo es hingeht durch die Fenster. Ja, ich bin ja schon drin, aber... Oh, fuck. Du musst von... Ah, nee, ich sag nichts. Bin schon gut genug, ne? Wo bist du denn hin? Xeli ist oben drauf geditscht und raus. Oh, ich bin Pampa. Sehr schön. Nein, das gibt es doch nicht! Ich war so nah an dem Sieg dran. Guck ich mal Lumi an, meinen härtesten Konkurrenten? Nein! Nein! Was gibt es nicht? Was macht ihr denn da? Die treffen das Loch nicht da hinten. Du weißt doch, Männer und Löcher, das ist nicht so gut. Och Mann, ich wollte eigentlich ausholen. Was macht denn das Spiel? Der Fehler ist immer vorm Bildschirm. Na, no. Lumi, es kommt nicht drauf an, wie sehr du ausholst, sondern wie schnell dein Schläger den Ball trifft. Ja, das interessiert das Spiel nicht, wie schnell ich meine Maus bewege. Zumindest nicht so, wie ich es gern hätte. Wow, beim 12. Dafür hast du wenig Punkte. Ja, langsam kriege ich, glaube ich, ein Gefühl dafür. Ich hab's gerade richtig versaut. Oh, hier gibt's eine Abkürzung. Durch den Hügel. Wenn man das Gefühl hinkriegt. Kann man einmal gerade abkürzen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich den Bandenschott nach rechts versuche, um da wegzuprallen. So, den habe ich erstmal genommen. Ja. Ach da, die Abkürzung meinst du. Oh, nice. Oh, nice. Oh, ich habe zu viel. 3 Schläge. Ein Igel. Oh. Na. Wo fliegst du denn hin, Xeli? Ey, du kannst... Warte mal, versuchst du gegen das Schild? Um da Hole in One zu machen? Du kannst theoretisch, wenn du da vom Startpunkt nach rechts gegen die Bande Vollschwung gibst, kannst du da auch ein Hole in One draus machen. Ich würde sagen, gegen das Schild und dann kannst du ein Hole in One machen. Das ist super schwer. Nein! Also da bin ich mit meinem Igel zufrieden, aber der war relativ safe. Ich hasse dieses Spiel. Ich werde, glaube ich, ein Stück nach. Ja, das ist geil. Klick! Und wieder runter. Ja, das ist aber jetzt eine Scheiß-Pussy, da musst du wirklich jetzt noch. Ey, der geht voll gut von Lumi aus. Also, falls du Lumi gemeint hast, Felix. Nein. Ach. Ich guck dem anderen Ben zu. Schweinerei! Na. Moment mal. Runterfallen darf man hier nicht. Mach mal jetzt, entweder machst du es langsam oder mit Schwung. Aber runterfallen darfst du nicht. Und ich bin runtergefallen quasi. Fuck! Ich will was probieren. Ich probiere noch was. Ha, geht nicht. Schade. What? Was war das denn? Ich wollte gucken, ob ich auf der Bande landen kann, aber. Auf der Dingens landen kann, aber nee. Also wenn, dann müsste bei dem Ding nach rechts spielen, damit er nach links. Ui. Also gegen die Bande. Och komm! Das war süß. Oh nö! Dumm. Ja. Jetzt aber. Finally. Xeli versucht die gleiche Abkürzung wie ich. Die funktioniert nur fast und ziemlich zufällig. Ach nö. Der war zu kräftig. Der war gut. Ja, ne? Wie gesagt, das habe ich auch versucht, die Abkürzung. Aber du bist, glaube ich, nicht schnell genug und ich bin irgendwie seitlich geflogen da, sonst wohin. Ich hol auf. Ja, ich bin aufs Schild gefallen, also. Ich bin oben auf die Kante 6. Vom Schild geditscht. Ja.
Was oben aufs Schild? Ja, oben auf die Kante vom Schild. Okay. Hab ich gesehen. Nein! Ja. Oh, das war's bitter. Aber auch Ball. Ich hab Xeli überholt. Ich glaube, bei uns ist es immer noch so, wenn wir die safe Variante nehmen, ist das 100-mal einfacher und sicherer und weniger Schläge, als wenn wir hier irgendwie. Was war das denn? Oh, perfekt. Ich hab sogar getroffen. Ich hab auch noch getroffen. Oh Gott. Hätte ich höher ziehen müssen. Nein! Full Speed, Benny. Warum denn Speed? Oh. Ha! Kann ich denn, da hab ich auch drüber geschossen. Nicht weiterkommen, das ist doch scheiße. Ist das. Das Spiel mag mich einfach nicht. Wie, ja. Was? Das Spiel mag dich nicht? Was? Wo bin ich denn da hingekommen? Welche von den vier ist das richtige von den dreien? Oh, das war knapp. Okay, danke, Ben. Toll, man kann sich, während man der Kanone steckt, nicht angucken, wie das Spiel aussieht. Nee, du kannst nicht V drücken, während du bist im Schlag quasi. Im Schlag kannst du dich nicht von der lösen. Oh, hier gibt's. Das Ding geht ein Hole in One. Oder zumindest irgendwie in Zweien. Hier gibt's nämlich eine geheime versteckte. Nein! Die siehst du nur nicht von der Kanone aus. Von der kannst du einfach oben auf die Kanone schießen. Ja, aber du kannst auch rechts neben die Kanone schießen. Von da, wo Lumi liegt. Die siehst du noch nicht, die Moment. Zielscheibe. Moment, die links neben dran? Nee, da ist noch einer rechts weiter. Nee, da ist noch einer weiter rechts. Und die hab ich keine Ahnung, aber da ist ein blauer weiter rechts hinten. Aber spiel einfach, Lumi, spiel einfach safe. What? Rechts hinten siehst du gerade nicht wahrscheinlich. Oh, was, ey? Lass mal die links ausprobieren. Okay, die funktioniert nicht. Dezenten Wutanfall. Schon wo fliegst du drüber, drin, Felix? Ach, die da am Ja, die aber, nee, die ist doch aber, da musst du irgendwie da übelst knapp durch, aber was bringt dir das? Hier hinten ist doch nichts. Du fliegst doch niemals in das Ziel da rein. Ich bin dann in die andere Kanonenkugel da, wo ich jetzt komm, spiel links in die Kanone rein. Für den meinst du, wenn du auf das Blaue triffst, kannst du auch viel einfacher machen. Also wenn man auf das Blaue zielt, das bringt nichts. Ja, hab ich auch festgestellt, dass man dann nicht mehr kommt. Ich hab ja gesagt, spiel einfach. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Gewinnen ist auch nicht alles. Also direkt in den Schlund von der anderen Kanone, wo Lumi gerade ist, reingeflogen. Weißt du, Spaß und so gehört auch dazu. Wie Spaß? Es geht hier um Sieg, 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 Sieg! Lumi, ich hab tatsächlich einfach auf die Wand, also wenn du jetzt in die Kanone da reingehst, ne, und dann in die andere. Da habe ich jetzt einfach ein Stückel links von der Fahne gezielt, wo die Wand ist. Ich habe auf das mittlere Zielding gezielt. Also ich habe die mittlere Zielscheibe genommen, hat gut funktioniert. Das ist sehr gut, ich habe nämlich erst die rechte und dann die linke. Die mittlere funktioniert super. Die erschien mir irgendwie zu obvious. Nein! Fick dich mal! Schön. Ach, übrigens. Ben, wenn du mal guckst, jetzt rechts hinter dem Haus, da hängen auch solche blauen Zielscheiben. Stimmt. An den Palmen. Das ist wahrscheinlich für eine andere Bahn oder so. Ja, das ist irgendwie. Oder einfach nur just for fun Trigger-Technik. Ja. So, ja, die mittlere ist es, sehr schön. Ja, jetzt hast du nur einen Schuss und dann bist du eher im Arsch. Das wird schwierig für Lumi. Nö, warum, wenn sie. Alter. Nach rechts ziehen. Wow. Ja, nein! Also, den Schuss hätte ich mir nicht zugetraut, muss ich mal so sagen. Ich hätte ihn genauso probiert, bin ich ehrlich, aber. Ach, da zeigt er, macht die Mathe-Nachhilfe. Guck mal, hier sind die blauen an den Palmen für Abkürzung. Nein! Kriegt man das hin? Nicht vom Start, glaube ich. Ich habe jetzt vorgelegt. Ich versuch das jetzt mal. Oh, nee! Och, Mann. Och, Mann. Och, Mann. Das klang richtig gut. Och, Mann. Birdie. Ich bin unfähig. Okay. Ich bin komplett unfähig. Ach, fuck. Och, komm. Sehr schön, ich muss mich aufholen. Ben, mach doch ein bisschen Blödsinn. Benny, probier safe. Na, wie war das? Ich geh nicht um zu gewinnen, ich will Spaß haben. Richtig, richtig. Nein! Ach komm.
Ja, Xeli, Xeli wollte auch Spaß haben. Ach komm. Ich bin echt nicht meins. Mit dem Verkaufen auf dem Kopf. Tafel Schokolade habe. Scheiße, wo habe ich ihn hingeräumt? Ah, du mir echt 6 Schläge gut gemacht. Och Mann, ey. Das ist Oh mein Gott. Das ist mit Wasserditschen. Wenn du schnell auf Wasser aufkommst, ditschst du wieder hoch wie so ein Stein. Oh Gott. Nein, ich hätte das so Hole-in-One gemacht, wenn ich das direkt gerade getroffen hätte. Hätte, wenn das ja, Wörtchen... Hätte, Fahrradkette ist kaputt. Wenn das Wort... Nee, wie war das, Lumi? Du hast doch gerade beschreibt. Wenn das Wörtchen, wenn ich wär mein Vater Millionär? Oh. Scheiße, wo ging meine Gummibärentüte auf? Die war doch schon offen. Nein! Ihr müsst schon ein bisschen Schwung machen, tatsächlich. Es geht ganz gut, eigentlich. Lumi hat auch 2. Das sage ich auch immer, wenn ich 6 hab. Stopp! Das war zu viel Schwung! Ben, stell dich doch mal ein bisschen blöder an, ich will dich noch einholen. Aber es geht ja nicht ums Gewinnen. Tatsächlich habe ich einfach nur so Pi mal Daumen Schwung gegeben und es hat ziemlich gut gepasst, deswegen. Ich habe nur nicht vorgekommen. Geht halt genau auf die Kante aus, ne? Du erreichst das Piratenboot, wenn du so weitermachst. Ich glaube, wir kommen später noch aufs Piratenboot, ja. Komm, jetzt schön, zwischendurch, gerade. Zack! Hat funktioniert. Ausgewichen, ja. Jetzt bist du schon mal drüben. Jetzt ist nicht mehr so schwer, der Rest. Hallihallo, Sarah. Ja, wir spielen Golf mit. Ich finde es jetzt ziemlich lustig, gerade mit den paar Freunden. Du siehst ja, wir haben Spaß und sogar relativ knapp. Ja, ja. Okay, und deswegen, Kanone, falls du spielen wolltest, bist du auch herzlich eingeladen, mal mitzuspielen. Wir werden es bestimmt noch öfter spielen. Das ist schon das zweite Mal, dass wir im Stream spielen. Okay. Es gibt ein paar Bahnen, das ist auch okay, das Loch des anderen zu treffen. Also wenn du nur von der anderen Bahn zu treffen. Von der anderen Bahn, Mann. Ist okay. Das ist echt nicht ganz easy. Ich guck mal, wie ihr das macht. Scheiße, ich hab mich rausgebuchst. Gebuckt? Komm, fall rein! Nein! Danke. Nee. Wow! Ja! Ich bin zumindest schon mal drüben. Nein! Ich bin drin. Bitches. So, müssen wir denn jetzt hin? Nein! Och Mann, ey! So? Okay, okay. Gerade. Okay, jetzt der Schuss war gut von mir, gleich von mit der Kanone. Da hinten hin. Nur der Rest. Ach nein. Nein! Oh. Okay, Trick. Es kostet, glaube ich, 12 Euro I oder 15. Irgendwas was 12 bis 15 Euro. Ich habe allerdings kostenlos bekommen. I can touch this guy. Oh, so weil ich es über eine Seite, über so einen Treuebonus bekommen habe. Nee, ich bin halt einfach unfähig gewesen. Keine Ahnung, ich habe nie aufs Dach geschossen. Ich habe auf die Bahn geschossen und rübergerollt. Über das Ding natürlich noch. Scheiße. Lumi und Xesi ziemlich genau gleich unfähig. Es bleibt genau an der gleichen Stelle liegen. Oh nein. Ja. Oh doch. Das Coole eigentlich ist, dass das hier nicht so ein Powerbalken hat, wie manche anderen Minimal. Der war gekonnt, schön. Scheiße, ich wollte nicht so schief machen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen. Sondern du musst es halt wirklich aus der Mausbewegung machen. Je nachdem, wie schnell du die Maus bewegst, wo der Schläger, den du hast, den Ball trifft, desto schneller fliegt das. Und dadurch ist es schon ein bisschen Gefühl wie beim echten Minigolfen, kommt ihm relativ nah, finde ich. Und es hat Steam- und Workshop-Unterstützung, wodurch du natürlich quasi unendliche Bahn hast. Das ist eigentlich ziemlich nice. Also insgesamt schon ein ziemlich gutes Paket. Und sogar ein deutscher Entwickler. Mann, das ist so entspannend, dass es mich schon wieder aggro macht. Hört ihr mich? Dann spiel doch mit. Du müsstest mitspielen, Missy. So entspannt ist es gar nicht, wenn man mitspielt. Ich habe auch gerade jemand gesagt, von dem gesagt bekommen, dass ich gerne mitspielen wollte nächstes Mal. Guckt euch das mal an, ich warte jetzt extra für euch. Ich sehe es schon. Ich habe V gedrückt gerade. Ich geh jetzt mal baden, gute Nacht. Wo ich stehe. Der hört hier nicht auf, ne? Irgendwann setze dich zurück. Ich habe das gleiche Problem, ich auch wahrscheinlich, oder? Ja. Ich warte jetzt Mann, einfach hier. Nein! Ich habe ja nichts zu verlieren. Nehmen wir die sichere Variante. Ich brauche nur noch einen. Ich treffe das Loch sehr gut, aber halt eben irgendwie. Das Falsche. Stopp, nein! Tschüss, Xeli. Jetzt aber. Was? Direkt rein. Hast du es gesehen, Felix? Lumi macht das nicht zärtlich mit Annäherung vor, sondern die holt mit Anlauf und boom rein. Anlauf statt gleich. Genau. Ja, genau. Lumi gehört zu der Fraktion. Erzähl jetzt nicht deine Runde irgendwie, ne? Nee, das Ding ist überhaupt nicht meins. Ach, Lumi, hast du mal geguckt, wo ich stehe? Was? Hast du mal geguckt, wo ich stehe?
Das ist dein erster Schlag, jetzt mach einfach rein, ja, ein zweiter, oder? 66? Nee, es geht nicht um das Gesamt, sondern wo er hängen geblieben ist. Ach, du bist auch noch einmal. Ja, ja, er hat doch gesagt, er wartet auf uns, damit wir sehen, wo er steht, wo sein Bällchen steht. Wie kann ich klick denn einfach, wenn du. Linksklick. Oh Gott, nice. Sag mal! Das ist ja echt bitter. Aber du hast einen voll süßen Ball. Mit ja. Mit einer Uniform. Und vor allem passt farblich echt gut zusammen. Hast du gut ausgewählt. Xeli, sein Pink wehrt sich irgendwie gegen seine Kontrolle. Oh. Ja, Xeli! Ja! Yay. Das ist die Konzentration, die fehlt. Himmel, macht man schon direkt mal nicht? Ja, ja, jetzt macht es erstmal besser. Oh, ich will mir ja angucken, wie man es macht. Gar nicht so. Ja, meine Hüfte hat ziemlich lang. Och, nö. Nein, du... Blöder Ball. Ich bin wieder so richtig gut stehen geblieben. Also mit dem Safe macht es mir, glaube ich, immer noch besser als... Wie fliegt der denn da nach oben? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Och, jetzt komm schon. Oh. Benni, hallo, Feli. Ich glaube, das Ding zu treffen ist nicht so schlau. Also, du musst hoch an der, gemacht. Oben an der Kante, denke ich. Erstmal warten, dass Lubi überhaupt da hinkommt. Machen das jetzt safe. Wir haben ja 4 Minuten, da können wir ein bisschen warten auf die. Da kann ich ja eine hochgehen, oder? Das ist ein bisschen gemein. Lumi ist schon eine Kanone. Okay, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Auf ganz offensichtliche. Weit unten treffen. Alle machen die gleichen Fehler. Nein! Doch! Ich lag da auch, ich hab bloß nicht gewartet die ganze Zeit. Wie sie jetzt wie Lemming ins Loch fallen. Aber wir müssen über uns drüber und dann darüber. Och komm. Och komm. Moment! Hier brauchst du das Fingerspitzengefühl mit dem Schwung. Bin ich jetzt gemutet oder bin ich jetzt da? Nein, du bist da. Du bist da. Oh dann Gott, das ist ja fies. Das ist ja mega fies. Ich bin raus. Oh nö, ich bin wieder am Anfang. Gibt's hier so ich nicht. Ah, okay, ich see the problem. Ich bin wieder am Anfang. Ja? Ich bin wieder am Anfang gewesen, sehr gut. Lumi ist die ganze Zeit am Anfang, ich komme nämlich gar nicht weiter, das ist mein Problem. Komm schon, noch ein Stück. Komm, jetzt komm. Ja, ich bin vom Wasser hochgeditscht, Xeli. Nein! Wir machen das safe. Ich schnipp wieder über die Kante drüber. Nur noch den Vorsprung ins Ziel holen. Olaf, 6, Boogie! Spielt... Wer hier sagt, der kann es besser mitspielen, ja? Ja, wir haben noch Slots frei. Ja, eben. Tatsächlich, das geht bis mehr als 8, aber 8 ist offiziell unterstützt. Ja! Oder empfohlen bis maximal 8. Ja, fuck. Das ist so eine Achterbahn der Gefühle zwischen Yes, ich hab ein Hole-in-One, die nächste Bahn, ich krieg keinen Schlag sinnvoll an den Mann. Ja, oder rundentechnisch, wie bei mir. Ja, letzte ja. Runde, supi, diese Runde. Na, ich kack gerade auf den letzten Bahn ganz schön weg im Vergleich zu Felix und Lumi. Aber vor allem und Felix. Dann gibt's da noch benutzerdefinierte Karten. Das ist die letzte, ne? Ne, die vorletzte. Ne, ist die vorletzte. Okay. Oh, das hat zu wenig Schwung. Die geht aber auch Hole-in-One. Hi. So, geht sie definitiv, aber wir haben alle zu wenig Schwung genommen. Die muss vielleicht sogar holen wollen. Oh! Das ist auf jeden Fall Lumis Kader. Oh Gott, das. Ach, rausgelandet. Nein! Ben! Was denn? Na gut, 3. Hey, ich bin nicht drin! Du bist nicht drin? Nein. Wie, du bist nicht drin. Ich bin nicht ins Loch gekommen. Oh, okay. Oh, Benni, da bist du wohl abgefallen. Sehr schön, dann kann ich jetzt echt aufholen. Also entspannen Sie sich. Aufholen? Mhm. Mit einem Loch? Komm. Och nein. Also ich bin dir ja, dass du verlierst und ich aufhole, aber das ist nicht auf diese fiese Weise. Wenn du sollst du es wirklich nicht können. So herzzerreißendes Unglück, das willst du dann nicht, ne? Nein, es sollte schon so sein, dass du es einfach vermasselst, aber halt nicht so irgendwie. Das erinnert mich jetzt an Deadpool. Und meinst du wirklich, ich hätte so komisch geschrien, wenn ich im Loch gewesen wäre? Im Loch? Ich hab dich nicht gehört, ich war so sehr damit beschäftigt, mich für dich zu freuen, dass du drin bist. Hey, ich hab voll laut gebrüllt. Ich hab dich nicht gehört. Was ist das? Ich war gedanklich beschäftigt. Okay, warte mal, wie läuft das jetzt da oben hin und dann? Auf die Kanone. Ja, du musst einfach hoch und dann in die Kanone. Und dann auf die andere Seite, okay. I see.
Oh, das geht nicht. Geil, Xeli, wo bist du denn? Schwein gehabt. Hallo, Ben! Das zählt noch. Hör auf zu cheaten. Weil es nicht von Vorteil ist in dem Fall. Ja, aber das ist gut. Bei mir hat sie mich da immer zurückgesetzt. Selbst wenn ich richtig auf dem Oberdeck war, hat sie mich zurückgesetzt. Ja, anscheinend kommt drauf an, wie der Map-Ersteller den spielbaren Bereich festlegt. Ha! Okay, dann habe ich gewonnen. Ich fliege hier einfach zu hoch. Ich bin ein bisschen zu schwierig. Ich hab gewonnen. Ja. Eins vor. Noch Lumi. Eins vor. Noch. Nee, gewonnen. Ich hab gewonnen. Lumi, ist schon fertig? Nee, hast du nicht. Nein, nicht. Lumi. Sonst wäre es um einen Schlag gewesen. Ach Gott, ich muss hier auf die Zwischenebene. Ja, du musst auf die Zwischenebene, dann auf die Kanone. Deswegen benutzt man V. Warum versuchst du dann die ganze Zeit so hoch zu kommen? Du hast doch V. Weil du nicht denkst, sondern weil du einfach irgendwie komische Sachen machst. Ich bin oben auf die Ebene gekommen, dann hat es mich da zurückgeholt. Die Trickshots von Lumi hier zum Abschluss. Aber komm, Lumi ist schlechter als ich. Lumi ist aber die Sieger der Herzen, würde ich sagen. Lumi ist schlechter als ich. Ich dachte, es kommt irgendwas, um mich glücklich zu machen, dass ich nicht Erste geworden bin. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin unter der 100 geblieben.